Mein Name ist Miriam Altendorfner. Ich bin Chemieingenieurin und arbeite hier im Fachbereich 1 Chemieingenieurwesen seit September 2015. Mein Name ist Claudia Oetting-Ross. Ich bin Diplom-Berufspädagogin, Fachrichtung Pflege und seit dem Januar 2016 im Fachbereich Gesundheit hier an der Fachhochschule Münster als Nachwuchsprofessorin tätig. Ich habe eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht und danach habe ich hier im Fachbereich auch studiert, Pflegepädagogik studiert. Also ich bin auch ein bisschen ein Kind der Fachhochschule Münster. Die Nachwuchsprofessur wurde relativ neu eingeführt hier an der FH Münster. Das Spannende ist, dass es kein komplett volles Lehrreputat hat wie eine normale Professur mit 18 Semesterwochenstunden, sondern ich habe 8 Semesterwochenstunden, die ich lehren darf. Und darüber hinaus habe ich auch die Möglichkeit zu forschen. Im Grunde genommen beschreibe ich das immer so, dass das so das Pendant zur Juniorprofessur ist. Man hat die Möglichkeit, ein Stück weit in einem geschützten Rahmen noch wirklich als Nachwuchswissenschaftler, als Nachwuchsforschende tätig zu sein, kann aber trotzdem auf die Strukturen zurückgreifen, den Rat der erfahrenen Kollegen einholen. Und es gibt bestimmte Qualifizierungsauflagen. Dazu gehören weitere wissenschaftliche Publikationen in Fachzeitschriften, die Fertigstellung meiner Promotion, die ich noch nicht habe. Das ist, glaube ich, im Gegensatz zu anderen Nachwuchsprofessuren ein Unterscheidungsmerkmal. Also es gibt unterschiedliche Ausgangslagen von Nachwuchsprofessorinnen und Professoren. Ich denke, dass es ein gutes Sprungbrett ist, jetzt dann auch in eine Vollprofessur mich dazu zu bewerben, weil ich habe die Lehrerfahrung, ich kann Forschungen auch vorweisen und eben ich weiß selber, wie es läuft, wie ich meine Lehre gut machen kann. Also ich denke, diese Erfahrung, die ich jetzt sammeln kann, die bringt mich da schon deutlich weiter. Vor allem eben für mich einerseits, dass ich weiß, ich will das und ich kann das und auf der anderen Seite eben auch zeigen kann, ich habe da Erfahrung drin. Also mein Urteil ist, es ist eine absolut gute Sache, die Nachwuchsprofessur. Und ich weiß auch viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die ebenfalls promovieren im Gesundheitssektor und die möglicherweise eine hochschulische Karriere anstreben, würden sich eine Nachwuchsprofessur, also diese Möglichkeit auch wünschen. Mir macht das richtig viel Spaß. Also ich dachte schon vorher, das macht Spaß, aber es macht deutlich mehr Spaß, als ich vorher sogar gedacht hätte. Nein, ist richtig toll. Ich finde die Studierenden hier super. Die arbeiten auch ganz toll zusammen. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich würde es begrüßen, wenn mehr Nachwuchsprofessorinnen Stellen auch an anderen Fachhochschulen und Universitäten eingerichtet würden, weil ich glaube, dass das Potenzial bietet, einfach mehr Frauen auch zu Professorinnen dann gewinnen zu können. Weil ich glaube, dass wenn man einmal so eine Ausschreibung sieht und eine Idee bekommt, vielleicht macht sich dann die eine oder andere Frau dann mehr Gedanken, auch diesen Beruf mal zu ergreifen. Also gibt vielleicht viele, die gar nicht daran denken, dass sie gute Professorinnen sein könnten und sowas könnte die vielleicht dann ja überzeugen, das auch mal auszuprobieren. Und dann gibt es vielleicht auch nicht mehr so viele Probleme, Frauen zu finden für diesen Beruf.